Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch. Ja, und wie ihr seht, ist alles nass, aber nicht, weil ich gewaschen habe, sondern weil es die ganze Nacht geregnet hat. Es hat gestürmt, es hat geregnet, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist alles hier überschwemmt oder so. Klar, es war hier überall nass und ich hatte meine Pfützen und ich habe hier auch einmal wegwaschen müssen, den ganzen Sand, ne? Wie man vielleicht sieht, ich habe schon gespritzt, ja, aber es geht. Also ich habe das schon hier viel schlimmer gehabt. Hunde sind natürlich versorgt, die haben jetzt einen Apfel bekommen und Pascha, Alhamdulillah, habe ich jetzt auch nichts bemerkt, dass er da irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch Durchfall hat, aber ich weiß es nicht. Er hat auch jetzt wieder normal gefressen. Ich habe sein Futter mit Reis vermischt und auch sein Trockenfutter mit reingegeben, aber auch Bonjuk hat davon gefressen. Also die haben beide normal gegessen. Ein bisschen Reis, den ich noch hatte gestern Abend, habe ich denen gegeben. Ja, jetzt haben sie beide von mir einen halben Apfel bekommen. Der Hahn hat auch einen Apfel bekommen. Ich habe die Hennen gefüttert, ich habe den Hahn gefüttert. Der hat das Regenmassaker gut überstanden. Eigentlich wollte mein Mann ihn ja anrufen. Hat er wahrscheinlich auch, dass er den Hahn reinholt irgendwo. Aber ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlimm, dass er nass geworden ist, weil er dann seine ganzen Flöhe vielleicht losgeworden ist. Das hoffe ich jedenfalls. Er sieht jedenfalls ganz munter aus. Er ist, ich glaube, er fand das ganz gut, habe ich so das Gefühl. Ich habe ab und zu mal geguckt nachts, wie es denen so geht. Die Hunde haben Wache gehalten. Die sind die ganze Zeit bei dem Hahn da unten. Die haben ihn gut bewacht, als sei das ein Schaf, das man in seinem Stall halten muss. Und ja, also wie gesagt, alles gut gegangen. Die Hunde haben heute Morgen, als ich aufgestanden bin, im Regen hier geschlafen, also nebeneinander. Und wenn der sich auch nur einmal bewegt hat, den sind die einmal so rum. Jeder in eine andere Richtung. Die haben ihn also sozusagen gehütet, den Schaf, dass der da in seinem Ding drin bleibt. Ja, aber ich denke, die haben alles gut. Und die Hunde waren auch, die waren sehr oft draußen im stürmenden Regen und plattern und hast du nicht gesehen. Die haben auch gebellt, wieder richtig laut. Die hatten ja jetzt ein paar Tage fast gar nicht nachts gebellt, was mich sehr gewundert hat. Aber heute haben sie wieder gebellt. Sie waren auch, wie gesagt, sehr oft im Regen unterwegs. Sie haben auch ihr Ding rausgezogen hier. Das war pitschenass. Das habe ich einmal abgespritzt, die so richtig sauber gemacht habe ich jetzt nicht, weil als ich das hier abgesprüht hatte, hatte ich nicht genug Wasserdruck und zweitens hat es auch geregnet eben noch. Ne? Es ist jetzt gerade mal der erste Augenblick, wo die Sonne es geschafft hat, ein bisschen durchzukommen und es müsste inzwischen schon 10 Uhr sein. Ich habe schon meine Videos alle gedreht und geschortet und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, gefüttert die Hennen auch und nu. Würde ich sagen, ich muss den ganzen Kram einmal einstellen, bevor ich Frühstück gemacht habe. Ich habe auch geduscht, weil ich bin pitschenass geworden, während ich, ja, Pascha schimpft. Ich glaube, Bonjuk will ihm den Apfel wegnehmen. Und guckt mal, Leute, das wollte ich euch die ganze Zeit schon zeigen. Das ist ja meine Kohlrabi gewesen, die wir von unserem Gärtner, von unserem Bananenmann bekommen haben. Guck mal, wie schön die ist. Die kriegt jetzt hier auch überall Blüten. Die, glaube ich, wird Junge bekommen, hätte ich fast gesagt. Da muss ich jetzt mal so einen größeren Topf vielleicht holen, wenn der gut angeht. Und dass man das dann vielleicht oben auf den Balkon stellt oder so. Dass wir dann Kohlrabi haben vielleicht bald. Ne? Das wäre doch gut. Inshallah. Ja. Und diese langen Balkonsetzkästen gibt es gerade. Aber die sind mir nicht groß genug. Ne? Ich würde schon einen größeren holen, vielleicht beim Salepazar, dass ich da mal gucke und so einen größeren Setzkasten hole, wo ich das gut mitmachen kann. Man kann aber auch irgendwie so eine Schüssel nehmen oder so eine große. Ich schaue mich mal um und dann werde ich mir die Kohlrabi einmal umtopfen und da oben vielleicht auf meinem Balkon stellen, weil hier gehen ja doch die Katzen immer dran und die Pascha kommt da auch schon fast dran. Dauert nicht mehr lange und gut aussehen tut dieser Joghurttopf da ja auch nicht, ne? Genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, was ich heute mache. Ich habe no plan. Ich weiß wirklich gar nicht, was ich machen kann heute. Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe recht gut geschlafen. Also es ist jetzt nicht so toll gewesen. Durch den Regen natürlich und dadurch, dass ich mir Sorgen um die Tiere gemacht habe und dort auch geguckt habe, was sie da so machen. Und es natürlich auch laut war. Aber es ging. Also es ist alles in Ordnung. Und nun schauen wir mal, was wir heute so erleben. Inshallah, es soll heute Mittag sonnig werden. Das sieht auch so aus jetzt gerade. Die Dad da. Die Hunde sind in ihrem Stall, weil ich dem Hahn eine Ruhe gönnen wollte.
Nach der ganzen Nachtpause. Ja, gut, also jetzt. Pucuk hat sich schon hinten hingelegt. Ich weiß nicht, was er da schimpft. Ah, der hat den Apfel. Ah, der Apfel liegt direkt neben dem. Guck mal, der liegt direkt neben dem Ding da. Und jetzt weiß ich nicht, was sie da machen. Na gut, ich wollte dem Hahn eine Ruhepause gönnen, deswegen habe ich mir gedacht, ich tue die jetzt mal rein, weil die haben die ganze Nacht den Hahn bewacht. Vielleicht möchte er ja mal rausfliegen oder so, schauen wir mal. Genau, und nun muss ich die Videos einstellen und werde meinen Tag beginnen. Pascha hat es leider jetzt gelernt, oder die haben beide, die wissen, die können die Tür aufstupsen mit der Nase. Jetzt guckt euch mal an, was die gemacht haben. Ne? Die haben meine ganzen frisch gewaschenen Teppiche, den habe ich gewaschen, haben sie wieder nass gemacht. Ich konnte es nicht verhindern, so schnell war da drin. Da ist auch ein Tapser. Also es ist nicht wahr. Hat Pascha ordentlich Ärger gekriegt. Bonchuk weiß, sie darf nicht rein. Aber wenn du nicht aufpasst und wirklich gar keiner hinguckt, ne, also wirklich so gar keiner, dann kann es auch mal sein, dass sie reingeht. Aber das macht Pascha, den interessiert das überhaupt nicht, ne, dass er nicht rein darf. Überhaupt nicht. Und jetzt habe ich hier einen Patzer auf meinem weißen Teppich. Ja, das habe ich da jetzt so lieblos hingeschmissen, weil der sieht natürlich recht schittig aus jetzt nach dem Waschvorgang. Den habe ich mir überlegt, will ich einmal bügeln. Und dann weiß ich noch nicht so recht, was ich mit ihm machen soll. Ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht dahin lege, weil das gefällt mir auch überhaupt nicht. Und auch der Flurbereich gefällt mir hier nicht. Ich habe meine Hose dahin geschmissen, weil ich wollte die nicht waschen und will die auch nicht in mein Schlafzimmer mit reinnehmen, weil man weiß ja nicht, ne? Vielleicht, ich war ja beim Hahn, ich war bei den Hennen. Und ich hätte jetzt auch keine Lust, das schon wieder zu waschen. Jeden Tag das zu waschen, ist natürlich auch Verschwendung von Wasser und Kapazitäten. So, und nun habe ich zu tun. Bis gleich. Dabei zu Frühstück, beziehungsweise bin fertig. Ich habe 2 Burgerbrote gegessen und 3 Kaffee. 3 Kaffee sind schon intus. Jetzt gucke ich mir die Tagesschau an. Und ja, dabei fiel mir ein, dass ich jetzt eins meiner Videos noch nicht eingestellt hatte. Ich habe nämlich eben vorm Frühstück habe ich ein Video gedreht. Das ist alles nicht so richtig. Ne? Vorm Frühstück habe ich ein Video drehen müssen, weil ich keins mehr hatte auf Vorrat. Ich hatte noch ein Video, das habe ich heute Vormittag eingestellt. Dann hatte ich heute Morgen, nachdem ich die Hunde und so alles fertig hatte, habe ich noch vorm Frühstück schnell noch ein Video gedreht für 1 Uhr, türkische Zeit, damit ihr dann auch versorgt seid heute. Das Video wollte ich schon länger abdrehen, wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen, aber das habe ich dann heute erst geschafft. Ja, und nun musste ich das ja dann auch noch einstellen. Das ist mir jetzt bei der Tagesschau eingefallen, weil ich gesehen habe, dass das hoch ist. Das ging relativ schnell eigentlich. Ich glaube, in so einer halben Stunde ist 10 Minuten Videomaterial oben gewesen. Im Winter kann ich mal so updaten. Hier ist es viel, viel besser mit dem Internet als im Sommer. Logisch, wahrscheinlich, weil eben auch viel weniger Menschen hier sind im Winter. Und im Sommer ist das richtig schlimm teilweise, ne? Aber naja, gut, vielleicht liegt es auch am Wetter, dass da irgendwie dann durch die Wärme die Kabel platzen. Ich habe keine Ahnung, ne? Jedenfalls ist das Internet hier im Sommer richtig mies manchmal und im Winter auf jeden Fall besser. Vorletztes Jahr war das aber noch schlimmer, da war es richtig Katastrophe und letztes Jahr war auch ganz schön schlimm. Also dieses Jahr geht eigentlich ganz gut, also nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor, ne? Diese Zeit, die ich jetzt hier bin, die 9 Monate, war es auf jeden Fall besser. So, also das letzte und das vorletzte Jahr war schlimmer. Naja, jedenfalls jetzt gucke ich mir die Nachricht nochmal an. Ich hole mir nochmal einen Kaffee und dann muss ich arbeiten. Ich muss unbedingt drehen und ich muss unbedingt noch ein paar Dinge brainstormen, die sehr wichtig sind. Das muss ich machen. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe nicht wirklich Lust, runter zu gehen. Ich muss mal gucken. Das Wetter ist auch wieder bedeckt. Na, eben war Sonne. Jetzt sieht es schon wieder so aus, als würde es regnen. Ist auch ein bisschen kühl. Na, heute Morgen habe ich gefroren, aber ich bin auch nass geworden. Ne? Als ich die Hunde und so versorgt hatte, bin ich pitschnass geworden. Und dann friert man natürlich. Dann hilft auch die Sonne, die dann ab und zu rauskommt, wieder nichts. Ja, dann habe ich warm, richtig heiß geduscht, habe mich angezogen, habe meine Gebetswaschung gemacht. Und jetzt ist es ganz genau 11.30 Uhr. Das heißt, ich habe noch 1,5 Stunden bis zum Gebet. Und bis dahin muss ich nochmal überlegen, ob ich nochmal runtergehe oder nicht. Ich würde mal sagen, nicht, weil ich müsste Kaffee kaufen. Der ist fast alle Kaffeebohnen.
Dazu müsste ich zu Rossmann runterlatschen. Vielleicht kann ich mich dafür nochmal entschließen. Ich hoffe, dass die überhaupt Kaffee haben, weil es ist hier überall dieser Bohnenkaffee ausverkauft. Es gibt hier keinen Bohnenkaffee mehr. Ich bin ja jetzt in so vielen Migros-Läden gewesen und keiner hat den Kaffee. Ich hoffe, Rossmann hat den noch. Ansonsten müsste ich mich irgendwie mal überwinden, dann zur Metro zu fahren mit dem Bus. Oder ich trinke einfach diesen türkischen 3 in 1 oder 2 in 1. Nee, 3 in 1 nicht. Oder einfach nur Kaffee. Das geht auch. Die schmecken ganz gut, diese Tütchen. Ne? Das kann man trinken. Aber ja, wie gesagt, ich habe immer keinen Bock, mir das Wasser abzukochen. Würde ich dann aber nochmal machen, vielleicht, bis ich dann wieder Kaffee habe. Das gibt es gar nicht. Ne? Scheint hier wirklich alles verkauft worden sein. Vielleicht haben die das auch aus dem Sortiment genommen, Leute. Das kann auch sein. Es gibt Bohnenkaffee, ne, von Tchibo, aber ich gebe ja keine 600 Teller für ein Paket Kaffee aus. Ja, das sind fast 20 Euro. Wahnsinn. Nee, also auf keinen Fall. Dann trinke ich lieber den Billo-Kaffee. Ich könnte ja auch mal versuchen, mich mit diesem türkischen Mokka anzufreunden, aber den muss man immer erstmal kochen. Ne? Da hat Mama ja überhaupt gar keinen Bock zu. Naja, jetzt jedenfalls fängt ja auch bald der Ramadan an, aber ich konsumiere da nicht so viel Kaffee, aber ich trinke morgens schon meinen Kaffee. Also morgens wird das dann so sein, wahrscheinlich, dass ich dann immer recht früh aufstehe, so um, ja, ich würde mal sagen, ich muss mal gucken, wann Schluss ist, wann Imsak ist. Imsak ist eben Essen und Trinkensstopp sozusagen. Und dementsprechend würde ich dann eine Stunde vorher früher aufstehen, ja, dass ich dann in Ruhe meinen Kaffee trinken kann, dass ich essen kann, dass ich noch mich aufs Gebet vorbereiten kann und ein bisschen Koran lesen kann. Das mache ich wahrscheinlich sowieso vorher schon immer Gebete. Das wird in der, dann, ich kann ja noch mal so ein Video drüber machen, wie genau das ablaufen wird. Inshallah. So, und nun hole ich mir noch mal einen Kaffee und dann schauen wir mal, was ich weitermache. Ich muss, wie gesagt, noch arbeiten, ich muss ein bisschen Video drehen. Und ich muss ein paar Dinge entscheiden und überlegen. Und dann wird es auch Gebetszeit sein. Und dann wird auch feststehen, ob ich runtergehe oder nicht. Ich glaube, ich gehe einfach zu Rossmann und hole mir den Kaffee. Ne? Das ist ein bisschen Sport wieder, ein paar Schritte machen. Gestern habe ich ja gar nichts gemacht. Da war ich einfach nur faul und habe auch im Haushalt gar nicht so viel gemacht. Ja, vielleicht mache ich das. Ja. Genau, mal schauen. Ich bin schon wieder am Umdekorieren mit meinen, Teppichen. Ich kann irgendwie das alles nicht so gut finden. Keine Ahnung, gefällt mir irgendwie nicht. Sieht alles so zusammengewürfelt aus. Und ja, ich finde, mir gefällt auch der Küchenteppich irgendwie nicht mehr. Ja, es ist echt ein Hin und Her. Ich habe gedacht, ich mache euch mal wieder rein. Hatte kurz experimentiert mit diesen Babytüchern, weil ich immer noch mit meinem Kopftuch irgendwie nicht zufrieden bin. Dann habe ich mir das abgeschnitten, hier ein Teil, und habe das mir um den Hals gebunden, damit ich eventuell das Kopftuch auch mal nach hinten binden kann und der Halsbereich nicht so zu sehen ist. Aber das sieht auch alles kacke aus. Also irgendwie, ich bin noch nicht so mit mir im Reinen mit dem Ganzen, aber ja. Ich versuche jetzt mal mein Glück. Das wollte ich ja einmal wegstellen. Und mein Hosenbund habe ich auch immer noch nicht gemacht. Wollte ich ja gestern machen, habe ich nicht. Ja, so sieht's aus. Dann nehme ich einmal das hier weg. Muss ich jetzt damit anstellen, weil das weiß ich noch nicht. Der muss vor allen Dingen erstmal wieder glatt werden. Ich schmeiße jetzt mal alle Teppiche hier einmal hin. Ich hatte schon mal jetzt wieder den roten Teppich, der hier lag, den habe ich jetzt hier hingetan. Es wird ja jetzt auch wärmer, sodass ich dann glaube, dass ich nicht überall unbedingt Teppichboden brauche. Habe ich mir so überlegt. Naja, also schauen wir mal. Seid ihr wieder verbummelt hier? Ich habe auch keine Küchentücher mehr gefunden in dem ganzen Durcheinander, was ich da in dem Schrank veranstaltet habe. Das kann, glaube ich, auch jetzt weg, weil dieser eine sieht da gut aus und das reicht auch. Also damit auch erstmal weg. Und dann dachte ich mir, ist das hier jetzt auch zu viel? Das sieht auch doof aus. Den nehme ich auch weg. Und vielleicht könnte ich den dann in den Eingangsbereich tun. Dann, aber so eine Matte müsste ich noch mal haben, ne? Die würde ich nämlich dann ganz gerne hierhin tun. Ich glaube, das würde dann auch gut aussehen. Aber jetzt ist mir das alles viel zu viel hier. Den nehme ich jetzt einmal auch weg. Was ich dann damit mache, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Und dann gefällt mir der Küchenbereich nicht. Die Küchenteppiche gefallen mir nicht. Alles einmal weg.
Ich will ja hier auch eine Bar hin haben. Ne? Ich hatte schon mal geguckt, aber das lasse ich alles nochmal erstmal. So, und dann nehme ich das einmal weg und dann müssen wir hier auch mal staubsaugen. Und dann schaue ich mal, wie ich das jetzt weitermache. So, eventuell habe ich mir nämlich überlegt, würde ich den Teppich weiter in die Küche ziehen? Könnte vielleicht gut aussehen. Ich brauche mir erstmal meinen Staubsauger, dann staubsauge ich das da erstmal. So. Brainstorm ich mal. Wieder so warm, ne? Hier aufmachen. Meine Güte. Das wird auf einmal, ne? Wird das so warm. So, Akku raus. Ich hatte euch am Akku, da habe ich nämlich nicht mehr viel. Nicht ab, ne, der ganze Scheiß von dem Teppich. Entweder ist der Staubsauger scheiße oder der Teppich.
saug gar nicht, Mann. Ich werde mir noch so eine Fußrolle holen. Vielleicht kriege ich da dann besser mit ab. Naja, ich mach mal weiter. Jetzt hab ich hier mal gestaubsaugt und jetzt sieht das mal so ein bisschen sauberer und feiner aus, ne? Nicht mehr so unruhig. Naja, mal gucken. So, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich den Teppich vielleicht hier so hin tue. Auf dass er noch dreckiger wird, der weiße Teppich, ne? Da ist natürlich dann doof. Muss man vielleicht doch nochmal dann irgendwas drauflegen. Und dann eventuell anders hinstellen hier. Den vielleicht auch so quer. Aber dann habe ich das da nicht mehr, ne? Nee, das geht auch nicht. Dann würde das hier offen sein alles. Nee, das geht auch nicht. Okay. Also wieder rein. Wieder rein, alles reinnehmen. So. Und dann, ja, nee, das geht nicht. Ich muss mir irgendwas für die Küche ausdenken da hinten. Aber was? Da hinten ist wieder ein Wildhund unterwegs. Dahin. Dahin. Okay. Den dahin. Die Küche einfach leer lassen. Ne? Nichts hinlegen. Vielleicht. Kann man ja auch machen. Einfach nichts hinlegen. Ist ja nicht mehr so kalt. So, hier auch nicht. Ist alles noch nicht so gut, ne? Ich hasse diesen Staubsauger, ehrlich. Also mit Staubsaugern habe ich nie Glück, ne? Die funktionieren immer überhaupt nicht. Mann. Der Tisch kann auch bald wieder weg, eigentlich, weil ja, eigentlich ist das ja der Tisch für draußen, ne? Man könnte den vielleicht stattdessen, naja, ich lasse ihn erstmal hier stehen. Oder? Nee, das geht auch nicht weiter dran. Ich hätte gedacht, den mittleren Teppich ein bisschen weiter hier hin und den weiter dahin. Geht aber nicht. Den großen. So. Jetzt habe ich aber nichts in der Küche. Mann. Da müsste da was Weißes hin oder gar nichts. Ne? Am besten wäre wahrscheinlich einfach gar nichts. Weil das wird so schnell dreckig. Aber wenn ich da gar nichts hinlege, dann muss ich mir immer wieder Hausschuhe anziehen, was ja jetzt auch nicht so schlimm ist eigentlich. Kann man ja machen.
Ich glaube, ich mache erstmal gar nichts hin. Genau. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal gar nichts hin tun. Weil alles, was ich da hin tue, passt nicht. Es müsste halt sonst irgendwas in Rot sein. Und das gefällt mir auch wieder nicht. Die Decke gefällt mir nicht mehr. Der Tisch gefällt mir nicht. Naja. Gut, also ich werde mal weiter brainstormen, bisschen mal gucken, bisschen versuchen. Es ist schon wieder so warm, ne? Und dann mache ich euch wieder rein. So. Ich bin hier schon mal so ein bisschen weiter. Ich nehme jetzt hier auch mal die Decke weg und werde die doch da mal mit drauflegen. Diesen hässlichen Tisch nicht andauernd so sieht. Sieht, glaube ich, besser aus. So, habe ich mir das so gedacht. Und dann bin ich immer noch nicht mit mir im Reinen. Ne? Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das alles hinstellen will. Bis jetzt ist es so weit gediegen. Dinge habe ich wieder abgemacht, gefiel mir nicht. Die Blume muss da weg, der Tisch weg. Ja, jetzt sind die Teppiche so. Sieht immer noch so ein bisschen zusammengewurstelt aus. Auch da gefällt mir das wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, wenn man so viel Licht hier hat, dann sieht das einfach irgendwie alles scheiße aus. Da oben ist Kacke weiterhin. Oh Mann, ja. Ich habe jetzt für den Teppich gerade keine Verwendung. Ich habe jetzt den da wieder hingelegt. Der passt da nämlich nicht hin. Den hätte ich da schön hinlegen können. Jetzt überlege ich, ob ich den vielleicht dann dahin tue, aber dann habe ich schon wieder so ein Zusammengewurschtel von verschiedenen Teppichen. Oh, so sieht's aus im Moment. Gefällt mir nicht. Gefällt mir alles irgendwie wieder nicht. Ich überlege auch, ob ich die oberen Dinger da wieder abmache, weil das passt nicht mehr von der Farbe her. Im Winter ist das zwar gut, aber im Sommer sieht man, dass das nicht die gleiche Farbe ist. Und dann sieht das einfach nur doof aus. Leider. Ja, ich weiß auch nicht. Wetter ist wieder wunderschön geworden. Guck mal, die Sonne ist richtig schön raus. Einfach nur herrlich. Ja. Ach ja. Gucken, was der Hahn macht. Die Hunde schlafen. Ganz tief und fest. Der Hahn, der Hahn. Der ist am Herumlaufen da. Jo, der ist wieder ordentlich sauber geworden. Die ganzen Schwarzhaare, alles sauber. Durch die Duscherei heute Nacht, ne?
Ja.